Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 5678 111. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 5678 111. Ihr Lieben, willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio zu einer neuen Woche. Wir sind jetzt 18 Minuten hier im Radio unter uns und dann erst schaltet sich das WDR Fernsehen heute zu. Wir haben wie immer montags eine Freitemennacht. Und wenn ihr gerne mit mir reden wollt, ruft mich an. Nochmal die Telefonnummer 0800 5678 111. Oder ihr könnt auch faxen unter 0800 5678 110. Und wir sind jetzt auch modern. Man kann uns auch mailen. Nämlich unter 1live.domian@wdr.de. Wenn ihr mailt und wenn ihr faxt, bitte unbedingt die Telefonnummer dabei schreiben, sonst können wir uns nicht bei euch zurückmelden. So, erste Anruferin diese Woche, heute Nacht, Diana, 21. Guten Morgen. Guten Morgen. Hallo Diana. Hallo Domian. Geh mal ein bisschen näher ans Telefon, ich will dich ganz nah am Ohr haben. Ja, so. Hallo. Um was geht's? Ja, es geht darum, dass meine letzten beiden Ex-Freunde schwul sind. Oh, beide Ex-Freunde sind schwul? Genau. Was hast du mit denen gemacht? Ja, das ist ja eben die Frage. Die sind, nachdem sie mit dir zusammen waren, schwul geworden? Ja, wahrscheinlich vorher schon. Ja, wahrscheinlich schon. Zumindest. Aber Frau macht sich da so Gedanken, ne? Ja, eben. Also ich denke mir immer, gegen eine Frau könntest du kämpfen, aber gegen einen Mann wahrscheinlich nicht. Eher nicht. Genau. Also die beiden Jungs hatten vorher noch nie irgendetwas mit Jungs? Nein. Und sind die während der Beziehung rüber gewechselt in die andere Region? Bei dem letzten weiß ich zumindest, dass es wohl schon vorher so die Veranlagung war. Ja. Also ich habe mit seinem angeblich besten Freund mittlerweile mehr Kontakt als er. Und der hat mir also berichtet, dass er mit seiner Ex-Freundin genauso elendig fies Schluss gemacht hat wie mit mir. Wie hat er denn mit dir Schluss gemacht? Ja, er sagte, also nachdem wir, also wir hatten Semesterferien, wir studieren zusammen und er sagte mir dann also am Ende dieser Semesterferien, wo ich ihn dann zur Rede gestellt hätte, warum er dann zwei Wochen nicht reagiert hätte, ja, er würde die Beziehung gerne weiterführen, nur auf einer anderen Ebene. Mhm. Und das war schon ziemlich hart. Na klasse. Mhm, genau. Wie lange wart ihr zusammen? Wir waren über ein halbes Jahr zusammen. Naja, ist ja nicht so lange. Jein. Naja, gut, wenn ihr jetzt 4 Jahre zusammen gewesen wärt oder so, dann wäre es ja noch heftiger. Stimmt, aber mit der anderen war er nur 3 Monate zusammen. Wie war denn der Sex mit ihm während des halben Jahres? Also so wirklich Sex ist nie wirklich passiert. Ach so. Wobei er das ja drauf geschoben hat, ich bin ja Christ, also wir studieren das Gleiche, was dieser Kollege mit dem Vectra bei deiner Autosendung studiert hat. Ja, nämlich evangelische Theologie? Ja, genau. Ja. Und er hat es halt immer darauf geschoben, von wegen, ja, ich bin ja Christ und kein Sex vor der Ehe und okay, konnte ich mich noch einigermaßen mit abfinden, aber jetzt finde ich das doch mehr als komisch. Pfui, da hat er gelogen, ne? Das lag dann nicht daran, sondern er hat ja noch den lieben Gott vorgeschoben. Mhm, genau, mhm. Ziemlich fies. Mhm. Sag mal, und der, aber bist du denn sicher, dass er während dieses halben Jahres nichts mit einem Mann hatte? Soweit ich weiß, hat er es wohl versucht bei seinem guten Freund. Mhm. Und seitdem haben die beiden auch keinen Kontakt mehr miteinander. So, jetzt gehen wir mal zu dem Freund davor, der auch schwul geworden ist. Wie lange warst du mit dem zusammen? Das war nicht so lange. Wie lange? Zwei Monate? Ja, ungefähr. Also wir kennen uns 5 Jahre und wir waren dann 2 Monate zusammen. Auch aus der gleichen Studienrichtung? Nee, der kommt zwar auch aus der gleichen Richtung in Bezug auf Gemeindearbeit, aber der ist Erzieher. Ach so. Mhm. Und wie hat der es dir gesagt? Ach, das ist durch einen dummen Zufall rausgekommen. Nämlich? Dass ich ihn dann halt irgendwann mal mit einem, angeblich guten Freund Arm in Arm und Kurs erlebt habe. Ehrlich? Ich dachte es mir fast schon. Ja. Als du dummen Zufall sagtest. Und hattest du mit dem denn Sex in der kurzen Zeit, während ihr zusammen wart? Nee, das Komische ist, dass der es auch auf den großen Chef geschoben hat. Ach, du armes Ding, Diana. Ja. Also, da bist du wirklich gebeutelt. Genau, und deshalb habe ich jetzt auch ziemlich Angst davor, eine neue Beziehung einzugehen. Das ist wirklich blöd. Ich glaube,
Ich glaube, das ist einfach ein ganz blöder Zufall. Ein ganz blöder, wirklich für dich sehr misslicher Zufall, dass du nur zweimal auf Jungs gestoßen bist, die eigentlich mit Frauen nichts zu tun haben wollen. Zumindest nicht sexuell zu tun haben wollen. Mann, also da gibt es ja gar kein Rezept. Da musst du einfach Augen zu und durch zum nächsten Mann, in der Hoffnung, dass da alles relativ normal läuft. Ich gehe mal davon aus. Ich gehe mal davon aus, 21, dass das nicht deine beiden einzigen Freunde waren bisher. Oder nee. Doch? Nee. Siehst du, da gab es also auch schon andere Männer davor, wo alles ganz im üblichen Rahmen lief, oder? Ja, das siehst wohl war. Ja. Also ich beruhige dich, ich sage von außen jetzt, du bist nicht schuld. Du hast die Männer nicht in die Verzweiflung getrieben, dass sie sich von den Frauen abwenden. Mhm. Dafür bist du, glaube ich, viel zu nett. Erscheint mir zumindest so. Sollte, ich meine, es gibt ja die verrücktesten Zufälle auf dieser Welt, sollte jetzt der dritte Mann auch noch schwul werden, dann musst du nochmal anrufen. Dann müssen wir ganz ausführlich reden. Mhm. Ist denn jemand jetzt irgendwie schon so in deinem Umfeld, in der Warteschleife, auf den du ein Auge geworfen hast? Der zumindest auf mich ein Auge geworfen hat und wo meine Mutter definitiv sagen würde, das ist der perfekte Schwiegersohn, ja. Aber dir gefällt er nicht so? Doch, er gefällt mir sehr gut, aber ich weiß nicht, ob ich diese wirklich verdammt gute Freundschaft dafür riskieren möchte. Achso, ihr seid schon miteinander vertraut. Wir kennen uns seit der Oberstufe ungefähr. Ja, das kann man ja eigentlich auch nicht per Entscheidung bewirken, nach dem Motto. Nee, das ist dann auch wieder ein dummer Zufall, wohl wahr. Nee, ich meine, man kann ja auch nicht dann entscheiden, so, ab heute bin ich jetzt mit ihm ein Paar. Das muss dann ja auch mehr von Herzen kommen, ne? Also das musst du ja auch fühlen, dass du sagst, ich will mit dem zusammen sein. Ja, nur nach den letzten beiden Erfahrungen, muss ich ganz ehrlich sagen, weiß ich nicht, ob ich das in nächster Zeit überhaupt fühlen würde. Ach, wird schon wieder gut. Wie lange liegt denn das jetzt zurück mit dem letzten? Ein Jahr. Ein Jahr schon? Ja. Und seitdem traust du dich nicht an die Männer ran? Nee, weil ich mit ihm also absolut nicht umgehen kann. Wenn ich ihn sehe und versuche, ein normales Gespräch anzuführen. Also wir haben in Bezug auf Theologie ja immer so Ortskonvente, wo wir uns von einer Landeskirche halt immer treffen. Ja. Und so. Und da bin ich halt die Chefin und er der zweite Chef. Und wir kriegen das irgendwie nicht hin, miteinander normal zu reden. Ach. Und das macht mir halt doch relativ viel Sorgen. Was heißt denn normal reden? Ja, in Bezug auf, ja, guten Tag, guten Weg geht's noch einigermaßen, aber sobald dann um inhaltliche Dinge geht und wo er mir dann eventuell auch mal in die Augen gucken müsste und dass wir dann zusammen irgendwelche Sachen beschließen können, steht das total fehl. Liegt das an dir hauptsächlich oder an ihm? Ich weiß es nicht. Also ich weiß 100%, dass er in meinem Augen Kontakt nicht will. Ach, was machen wir dagegen? Keine Ahnung. Da müsste man ja was tun. Ja, das heißt, ihr müsst euch mehr der Situation stellen und euch schleunigst mal richtig schön privat treffen. Auf ein nettes Essen irgendwann mal. Ja, das schafft er ja nicht. Das ist ja das Problem. Also das Einzige, was er bis jetzt geschafft hat, war, als er mir an diesem Abend sagte, von wegen, ich würde die Beziehung gerne weiterführen auf einer anderen Ebene, wo ich mir dachte, boah, wenn du das jetzt noch 5 Minuten antust, dann haust du ihn. Also was ja eigentlich nicht so wirklich meine Art ist. Und ich dann gesagt habe, ich wünsche noch einen schönen Abend, bin aufgestanden und hatte die Türklinke in der Hand und er sagte, möchtest du einen Tee? Mhm. Da habe ich echt gedacht, ich raste aus und habe gesagt, nein, danke, habe die Tür hinter mir zugemacht und bin einfach nur gegangen. Wir haben auch zu dem Zeitpunkt im gleichen Flur gewohnt. Ja, das war jetzt ein Missverständnis. Ich dachte, du meintest den perfekten Schwiegersohn. Den perfekten Schwiegersohn. Das war ein Missverständnis jetzt. Dass du mit dem, der jetzt dein Ex da ist, nicht mehr so, das ist ja auch okay, das muss ja auch gar nicht sein. Du sollst dich jetzt Neuen zuwenden, das meine ich eigentlich. Mhm. Das ist es. Auf zu neuen Männern. Und es gibt sicher viele Nette auch in der theologischen Fakultät der Universität. Welche ist es? Wir sind hier so ein kleines Kaff auf dem Heiligen Berg, mitten im Rheinland. Mhm. Also Diana, ich glaube, dass du nicht schuld bist an allem. Und ich sage wirklich jetzt ohne weitere Vorbehalte ran an den nächsten Mann. Und es müsste dem Teufel zugehen, wenn das jetzt nochmal passieren würde. Ich glaube auch nicht, dass das nochmal passiert. Na, die Redewendung passt bei Theologie. Stimmt, darf man nicht sagen. Willst du Pastorin werden? Klar. Ja. Sicher. Wobei die meisten Leute sagen, das passt nicht zu mir, weil ich dafür zu locker bin, aber okay. Na, die sollen froh sein, wenn sie eine lockere Pastorin haben. Das ist doch toll. Versuchen wir mal. Dann wünsche ich alles Gute, toi toi toi, für alles. Alles klar, tschüss, Dank. Diana. Tschüss. 0800 5678 111, Telefonnummer,
Und die Mailadresse heißt 1live.domian@web. Nee, nicht web, @wdr.de. Das bin ich schon bei web.de. Natascha, 17 Jahre, guten Morgen. Hallo Domian. Hallo Natascha. Wir haben am Freitag schon mal zusammen telefoniert. Ja, ich wollte gerade sagen, die Stimme kommt mir da so bekannt vor. Ja, und zwar hat sich nämlich da was geändert bei mir. Wir müssen mal kurz erklären für die Leute, die Freitag nicht dabei waren, dass du einen Freund hast, der ein bisschen älter ist als du, fast 10 Jahre. Genau. Und du aus einem recht strengen Elternhaus kommst. Ja, genau. 9 Kinder. Richtig. Und was mich ja nur zutiefst beeindruckt hat, du eine Adelige bist, ne? Ja. Aus Bolivien, ne? Kommt die Familie. Genau. Mhm. Das ist aber nebensächlich. So, und die Eltern sind irgendwie gegen die Beziehung und verbieten dir ständig was und dann darfst du nicht zu deinem Freund, aber du haust dann immer durchs Fenster ab, so wie am Freitag, und gehst zu deinem Freund und so weiter. Ja, aber das brauche ich jetzt nicht mehr. Sondern, was ist passiert? Und zwar hat sich das geändert. Meine Mutter hat am Freitag die Sendung gesehen. Ehrlich? Ja. Eine bolivische Adlige guckt die Sendung, das ist ja doll. Ja. Ich habe auch gedacht, ich war nicht richtig. Ach du lieber Gott, und die hat dich dann erkannt? Ja, genau, die kennt ja meine Stimme und die war total aufgeregt. Hm. Also, sie ging erstmal in mein Zimmer, um zu gucken, ob ich wirklich bin. Und du warst weg, ne? Ja, und das Fenster war offen, ich war weg. Und mein Handy war natürlich auch weg. Ja. Hat sie mich aufs Handy angerufen. Sie war total aufgeregt und hat geweint und hat gesagt zu mir, warum ich nicht mit ihr gesprochen habe darüber so. Und da habe ich gesagt, ja, immer wenn ich davon sprechen wollte, dann habt ihr abgeblockt oder habt überhaupt nicht mit mir geredet. Mhm. Und ja, so hast du es erzählt. Genau. Und ist sie denn jetzt, hat sie eingelenkt? Ja, also... oder war sie noch saurer? Nein, ganz im Gegenteil. Ganz im Gegenteil. Also, ja, sie hat mich, also wir haben Freitag Nacht telefoniert. Ja. Nachdem wir beide telefoniert hatten. Und sie sagte dann halt nur zu mir, dass sie nicht sauer ist darüber. Mhm. Und ob wir nicht Lust haben zu kommen am Samstag zum Frühstück. Also dein Freund plus seiner kleinen Tochter. Genau. Und du. Und ich. Mir ist erstmal das Telefon aus der Hand gefallen. Ich habe gesagt, bist du dir sicher? Sagt sie, eigentlich relativ, ja. Das ist ja sensationell, Natascha. Ja, das habe ich auch gedacht. Und wie klein die Welt ist, dass deine Mama zufällig dann auch diese Sendung geguckt hat. Ja. Oder gehört hat. Ich habe mir schon gedacht, sie hat das gesehen und da hat sie meinen Vater geweckt und hat gesagt, sag mal, hörst du das auf? Das klingt irgendwie nach unserer Tochter. Mhm. Der war irgendwie verschlafen und sagt, das ist nicht unsere Tochter, schlaf weiter. Aber von wegen, ne? Das war die Tochter sehr wohl. So, genau. Hat denn das Frühstück denn noch stattgefunden? Das hat dann am Samstag stattgefunden. Wir waren um 8 Uhr da drin. Mhm. Wir haben dann halt später... Um 8 Uhr schon? Ja. So früh? Ja, meine Eltern so früh aufstehen. Ach du lieber Himmel, da lag ich dann im Tiefschlaf. Nee, wir nicht mehr. Also wir sind das gewohnt, so früh wach zu sein. Ja. Und, ja, auf jeden Fall ist es dann so gewesen, dass wir dann hin sind zu ihr. Da haben wir dann gegessen mit ihr und... Und wo war der Papa? Der war auch dabei. Der war auch dabei. Mhm. Und war die Stimmung da entspannt? Es ging, also meine Mutter war nicht ganz so wie sonst. Mhm. Aber mein Vater, der war schon ein bisschen erschrocken. Erschrocken, weil du das gemacht hast und hier angerufen hast in aller Öffentlichkeit? Oder erschrocken über deinen Freund oder was? Eigentlich über alles so ein bisschen. Also er hat gesagt, wie kannst du das bloß machen? Und da habe ich gesagt, was willst du eigentlich? Es ist doch nicht schlimm, ich habe nichts Schlimmes verbrochen. Mhm. Also er hat gerade so getan, als hätte ich jemanden umgebracht. Ja, der wird wahrscheinlich sagen, da in der Öffentlichkeit über unsere Familie zu reden und so. War vielleicht ein bisschen. Das war ja eigentlich nicht mal das Schlimmste daran für ihn. Das Schlimmste war eigentlich, dass er sagte, ja, warum hast du nicht mit uns darüber als erstes gesprochen? Und ja, aber das hast du ja versucht und es ging ja nie, ne? Ja, genau. Ja. Ist denn jetzt, habt ihr das denn dann bei diesem Frühstück einrenken können? Hast du den Eindruck, dass ihr euch jetzt wirklich angenähert habt? Nein. Also na, weil du gerade gesagt hast, ich habe es jetzt gar nicht mehr nötig abzuhauen nachts heimlich.
Nee, also jetzt erlauben wir ja schon, dass ich bei meinem Freund sein darf. Ach, das ja. Also, immerhin. Das ist schon mal in Ordnung. Ein kleiner Sieg. Genau. Und worüber ich nicht ganz so erfreut bin, ist, dass ich meine Mutter, also wir haben nur meinen Vater und meinen Freund allein gelassen. Ich habe schon befürchtet, die hauen sich die Köpfe ein, weil die sich, beziehungsweise mein Vater, ihn ja nicht ausstehen kann. Mhm. Und man muss ja nur dabei sagen, dass dein Freund im Moment arbeitslos ist und er eigentlich vom Beruf vorher Bauarbeiter war. Genau. Und deinen Eltern das nicht so gut genug und fein genug ist, ne? So kann man ja fast schon so sagen. Genau. Ne? Mhm. Genau. Und jedenfalls haben sie sich dann mehrere Stunden unterhalten. Wir waren dann mehrere Stunden shoppen. Also die haben schon gedacht, wir plündern die ihre Konten. weil wir waren 3 Stunden lang einkaufen. Mhm. Wir haben für die kleine Klamotten gekauft und ich weiß gar nicht mehr, was wir alles gekauft haben. Mhm. Auf jeden Fall haben die sich dann nachher irgendwie vertragen. Die saßen dann da und haben Billard gespielt, als hätte es nie Streit gegeben zwischen denen. Ich dachte nur, oh Gott, was ist hier los? Also, das war irgendwie wie im falschen Film. Meine Mutter ist total happy mit der Kleinen. Mhm. Und was ich meinen Eltern vorher auch nicht getraut habe zu sagen, dass ich im 6. Monat schwanger bin. Das hast du mir auch nicht gesagt. Genau, jetzt wissen sie es aber. Jetzt wissen sie es. Ja, jetzt wissen sie es. Meine Mutter ist erstmal vom Stuhl gefallen. Ich meine, das macht das Ganze ja noch viel pikanter und spannender und dramatischer. Genau. Also meine Mutter ist vom Stuhl gefallen. Ja. Ich habe dann nur mich irgendwie so zur Seite gebeugt und habe geguckt und habe gesagt, Mama, geht's dir gut? Sie hat nur noch den Kopf geschüttelt und ich sagte, was ist denn? Dann sagt sie, du, Baby? Sag ich, ja, ist das sowas Außergewöhnliches? Sagt sie, nein. Mhm. Dann hat sie gesagt, und, was ist es? Dann sagte ich, soviel ich weiß, es ist ein Junge. Mhm. Also mein Vater ist gleich in Dreieck gesprungen, der hat sich gleich gefreut. Mein Freund wusste es ja. Die Kleine, die hat gesagt, jetzt kann ich euch nicht mehr verpetzen. Weil das ist eine kleine Tratschtante, die tratscht unglaublich gerne. Also Natascha, im Prinzip ist das ja alles eine gute Wendung, ne? Genau. Es hat sich angenähert zwischen dir und deinen Eltern. Richtig, worüber ich mich nur nicht ganz so freue, das war heute. Aha. Meine Mutter hat die kleine Hayley von der Schule abgeholt. Mhm. Und sie kam mit 2 Meerschweinen an. Mhm. Ich dachte, nee, ich glaube es nicht. Die Kleine kam mit 2 Meerschweinen auf dem Arm in die Wohnung reinspaziert. Meine Mutter den Käfig, mein Vater den Rest. Mhm. Was ist da schlimm dran mit dem Meerschweinchen? Hm? Was ist da schlimm dran mit dem Meerschweinchen? Ja, sie ist erst 7 und ich meine, sie kriegt auch nicht so viel Taschengeld, dass sie die ernähren kann. Und sagt sie, du brauchst keine Angst, Mama, ich mache alles alleine mit die. Ich kaufe die alleine Futter, aber sie haben dann so gemacht, dass ich das und John das halt kaufen, das Futter für sie. Ach nein, ich glaube, das ist ein kleines Problem. Das wird sich schon irgendwie einrenken. Weißt du was, Natascha? Jetzt müssen wir nämlich Schluss machen, weil jetzt das Fernsehen zuschaltet. Und ich sage nochmal, ich bin froh, dass du drangekommen bist und ich jetzt gehört habe, dass das Ganze doch eine gute Wendung genommen hat. Mhm. Alles Liebe und vor allen Dingen dir auch gesundheitlich und für die Schwangerschaft. Alles Gute. Mhm. Danke. Tschüss. Tschüss. So, ihr Lieben, ein paar Sekunden noch. Dann ist das Fernsehen da. Und dann machen wir ganz einfach keck weiter hier. So. Meine lieben Fernsehzuschauer, ich grüße euch auch sehr herzlich. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Sind ein bisschen arg verspätet heute und wir bitten das sehr herzlich zu entschuldigen. Eine neue Woche und wie immer montags heißt es hier bei uns, das ist eine freie Themennacht. Und wenn ihr gerne mit mir reden wollt, wir haben hier im Radio schon angefangen, dann ruft mich an. Ruft an unter 0800 5678 111, faxt mir unter 0800 5678 110 und es gibt jetzt auch eine Neuerung bei uns. Wir sind auch in der Moderne angekommen. Ihr könnt uns jetzt auch e-mailen und zwar nämlich unter 1live.domian@wdr.de.
Und ich verbinde das mit der dringenden Bitte, wenn ihr mailt oder wenn ihr faxt, schreibt unbedingt eure Telefonnummer drauf, weil das die einzige und die schnellste Möglichkeit dann für uns auch ist, wieder mit euch in Kontakt zu treten. So, dann habe ich hier eine ganze Menge Infos in Sachen Schweißfüße. Das habe ich euch ja versprochen. Wir hatten ja vorige Woche das Thema Schweißfüße und was kann man dagegen tun. Und wir haben unglaublich viel Post und Faxe bekommen. Und ich habe einige rausgesucht. Es ist hier schon einiges, aber es ist ganz wenig. Habe so die interessantesten Dinge rausgesucht von den Tipps, die ihr uns allen anderen gegeben habt. Die Tipps von den Zuschauern und Zuhörern. Und das werde ich jetzt im Laufe der Sendung so hier einstreuen. Aber jetzt ist erstmal Angelika da und da freue ich mich drauf. Die Angelika ist 65 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Hallo Angelika. Was ist denn dein Thema? Mein Thema ist eigentlich, als ich anschließend am Freitag, da hat eine Dame angerufen, deren Mann sie mit einer Arbeitskollegin betrogen hat, ständig. Ja. Und der gestorben ist und sie jetzt fassungslos ist. Ja. Und ich wollte eigentlich sagen, ich bin auch so eine Frau, in Anführungsstrichen. Ich habe 6 Jahre lang ein Verhältnis mit einem Mann. Mhm. Ich muss dazu sagen, ich war mal seine Schülerin, ganz, ganz früher. Mhm. Und wir haben uns zum Klassentreffen wieder getroffen. Ja. Und da hat sich also ein netter Kontakt ergeben und irgendwann stand er mit einem Blumenstrauß vor der Tür. Und das ist jetzt also 6 Jahre her. Mhm. Ich bin nur so seine Nachmittagsgeliebte. Mhm. Ich weiß, ich will ihn auch nicht ständig haben, aber ich möchte irgendwann mal ein kleines Wochenende oder irgendwas machen. Geht nicht, weil er nicht weiß, was er zu Hause sagen soll. Das Ganze läuft also noch. Seit Oktober ist Schluss, aber er ruft ständig weiter an. Mhm. Er kann es einfach nicht begreifen, dass ich nicht mehr möchte. Wie alt ist er? 77. Du bist 65, habe ich gesagt. Er ist verheiratet. Er ist verheiratet. In einem festen Familienverbund. Ja. Mhm. Und er ist durch seinen Beruf halt auch in kulturellen Kreisen recht bekannt. Mhm. So, wenn wir wirklich mal weggehen, dann hat er immer Schiss, hoffentlich... Dass er erkannt wird mit dir dann, dass die Leute tuscheln. Und ich meine, in meiner Familie wissen alle von uns beiden, meine Kinder haben ihn auch akzeptiert. Nur ich möchte jetzt einfach, ich möchte nicht mehr so weiterleben. Mhm. Aber er begreift es einfach nicht. Aber letztendlich hast du ja schon die Entscheidung gefällt. Ja, ja. Du hast Schluss gemacht letztes Jahr. Ja. Wie hat er denn damals, also voriges Jahr reagiert, als du gesagt hast, du hast es ja vermutlich auch begründet. Ja, er glaubt es einfach nicht und er ruft ja ständig immer wieder weiter an. Mhm. Und da habe ich zu ihm gesagt, du pass mal auf, wenn dir mal was passieren sollte, ich würde mich zu erkennen geben, ja, bei deiner Frau. Und da hat er gesagt, na, das ist ja ein ganz mieser Zug, glaubst du denn, du hättest von ihr Sympathie? Aber ich glaube einfach, Domian, dass ich mich ein kleines bisschen... Nicht rächen ist vielleicht der verkehrte Ausdruck. Mhm. Aber ich möchte einfach nicht immer nur im Verborgenen sein. Ja, wobei ich da was zu sagen möchte. Mhm. Ich fand, du hast angesprochen die Geschichte am Freitag, wo während der Trauerfeier quasi die Geliebte die Ehefrau angesprochen hat und hat gesagt, hier, ich hatte was mit ihrem Mann. Ja. Ich fand das so gemein von der Geliebten. Weil die Frau, die Ehefrau, kann ja nur wirklich nichts dafür. Nee. Wenn man Zorn hat, ich verstehe deinen Zorn gut, dann... musst du den Zorn, und das tust du eigentlich ja auch, auf ihn richten. Das mache ich ja auch. Nicht auf die Ehefrau. Ich würde der Frau niemals was Böses tun. Aber ich möchte einfach... Hast du das vielleicht zu ihm gesagt, um ihn auch ein bisschen unter Druck zu setzen? Wie unter Druck? Ich möchte ihn nicht aus der Familie rausnehmen. Was wäre denn dein Traum? Mein Traum wäre, mal ein Wochenende irgendwo hinfahren. Oder in den ganzen 6 Jahren war ja nicht eine Nacht hier. Der kommt nachmittags und geht gegen Abend. Dann schielt er heimlich auf die Uhr. Ich sage, ja, du musst wieder gehen. Und also du bist gar nicht scharf darauf, richtig mit ihm zusammenzuleben. Nein. Sondern du willst einfach nur ein bisschen mehr von seinem Leben teilen. Mit sein Leben teilen. Denn er ist mir eigentlich als Studienrat viel zu trocken von seiner Materie her. Ja. Ständig könnte ich den Mann nicht ertragen. Warst du auch mal verheiratet? Ja, mein Mann ist 1967 gestorben. Ah ja, 67 schon. Ja, da war ich ganz jung und hatte eigentlich nie Lust, mich nochmal festzubinden. Nur das, was jetzt ist, diese 6 Jahre, das ist mir einfach zu wenig. Ich kann das gut nachvollziehen. Ich glaube, dass man irgendwann auch sehr, sehr mürbe ist und frustriert. Ja. Und sich... wirklich, wie das vielbeschworene 5. Rad im Wagen vorkommt. Und nur so als Lückenfüller. Nach dem Motto, ja gut, dafür bin ich dann gut. Genau. Ne?
und aber für alles Weitere nicht. So, guck mal, ich bin Weihnachten allein, ich bin zu jedem Feiertag, weiß ich, ist die Familie, ist ein Vorrecht. Aber nein. Was ist zum Beispiel, er ist ja nur auch ein etwas älterer Herr, wenn er mal schwer erkranken würde, dann dürftest du gar nicht dahin gehen. Nein, gar nicht. Ja, schrecklich. Nein, gar nicht. Ist es denn eigentlich nur so eine sexuelle Geschichte? Ja, ich denke schon, von ihm aus ja. Von ihm aus ja. Ja, ich meine, du hast es ihm so begründet. Er ist ein intellektueller Mann, mit dem man reden kann, und er müsste es ja eigentlich auch kapiert haben. Mhm. Und dennoch liegt er dir jetzt wieder in den Ohren und ruft ständig an und will es nicht wahrhaben. Nein, und er ruft abends immer an und ich gehe schon gar nicht mehr ans Telefon, weil ich ihm vielleicht auch das Gefühl geben möchte, ich bin nicht zu Hause. Mhm. Und dann ruft er nächsten Tag an und sagt, na, wo war man denn gestern Abend? Also wie so ein kleines Dummchen. Ja. So hört sich das an. So. Ja, das ist eben der Studienrat mit dem erhobenen Zeigefinger, Und das habe ich ihm auch schon oft genug gesagt. Er soll nicht immer diesen Finger heben, wie als wäre ich ein kleines Mädchen. Das ist wahrscheinlich so drin bei ihm. Ist das für dich auch noch schmerzlich, wenn er immer anruft, dass du dann doch noch in Versuchung gerätst und eigentlich traurig wirst? Wäre dir lieber, wenn wirklich Sendepause, also Funkstille herrschen würde? Das habe ich mich auch schon öfter gefragt. Ich weiß es nicht. Ich glaube ja. Ich weiß es nicht. Ich glaube, wenn man so eine Entscheidung gefällt hat, und die wird ja nicht leicht gefallen sein, diese Entscheidung zu fällen, dann ist das Allerbeste, wenn man dann auch ganz in Ruhe gelassen wird. Ja. Weil er missachtet ja auch deinen Wunsch, das ist ja schlimm. Ja. Er missachtet deinen Wunsch und hat eigentlich nichts Neues zu bieten, als das, was immer gelaufen ist. Und ich meine, auf dem anderen Gebiet, sagen wir mal ganz grob gesehen, läuft ja auch nichts mehr. Sexuell? Nein. Ist gar nicht mehr viel gelaufen die letzte Zeit? Es ging nicht mehr. Also was habt ihr gemacht? Nur geschmust oder? Na, wir haben uns unterhalten und wir unterhalten. Ja, geschmust, aber das reicht mir nicht mehr. Ja, das zahnt nicht ab. Angelika, da kann ich dich nur noch weiter ermutigen oder ermuntern, noch viel radikaler mit ihm zu sein. Vielleicht bist du noch zu freundlich, dass er immer noch nicht kapiert hat. Ja, auf der anderen Seite will ich natürlich auch nicht unter meinem Niveau mich verkaufen. Nee, ich möchte ihm eigentlich nicht primitiv antworten. Nee, du musst ja auch nicht primitiv sein, aber du musst entschieden sein, damit er es wirklich schnallt, damit auch der Herr Studienrat das kapiert, Angelika meint das ehrlich und ernst. Ja. Anders kannst du es ja nicht machen. Mhm. Aber ich finde schon gut, dass du die Kraft gefunden hast. Das fällt vielen Leuten schwer, die so das fünfte Rad im Wagen sind, zu sagen, ich will nicht mehr. Und guck mal, ich bin jetzt 65, ich möchte noch ein paar Jahre ein bisschen was Schönes erleben. Ja, klar. Ja? Geh raus. Halt die Augen auf und lerne neue Leute kennen. Und ich bin auch nicht so ein Typ, der nun zweigleisig fährt und sagt, ach naja, der kommt nur... Sowas mache ich nicht. Also ich finde, ich habe dich jetzt gerade so wahrgenommen, in den Minuten werden wir reden, als eine resolute Frau. Bin ich auch. Und da muss es verdammt nochmal auch gelingen, dass der Kerl das kapiert, dass du auch unter deinem, du sollst dich nicht unter deinem Niveau verkaufen, aber du sollst klar sagen. Das kann ja auch schon ein bisschen heftig dann auch sein, dass er dich in Ruhe lässt. Alles Gute. Ich danke schön. Danke. Tschüss, Angelika. Ja. Tschüss. So. Nun fangen wir mal ein bisschen mit den Schweißfüßen an. Cindy schreibt, Schweißfuß AD mit Sicherheit. Und zwar, man nehme schwarze Salbe, die gibt's in der Apotheke, vor dem Bett gehen und trägt sie auf. Schön dick. Dann dicke Socken drüber ziehen, am besten alte, und am nächsten Morgen abwaschen. Danach schwitzen die Füße garantiert nicht mehr. Wilfried aus Dachau schreibt, es gibt die Möglichkeit, Nerven, die das Schwitzen in Gang setzen, ganz und teilweise oder teilweise zu unterbrechen. Weiterhin kann man einzelne Schweißdrüsen veröden. Das ist allerdings sehr teuer und sehr aufwendig. Dann Günther schreibt, die Füße sollte man in sehr warmem Himalaya-Salzwasser circa 20 Minuten baden, abtrocknen und mit Franz Branntwein einreiben. Danach die Füße 10 Minuten mit Antihydralsalbe. Antihydralsalbe einreiben und Baumwollsocken anziehen. Dann empfiehlt Sven aus Grünwohl oder so heißt der Ort, der empfiehlt Moorfußbalsam oder Moorfußbad von der Firma Güldenmoor. Das klingt alles ein bisschen absurd, aber so sind nun mal die ganzen Empfehlungen hier, was man gegen Schweißfüße tun kann. Werner schreibt, hallo, ich habe heute Nacht, also das hat er geschrieben, nach der Sendung heute Nacht, wie sehr oft Ihre Sendung bei mir in Frankreich gesehen. Das ist schön. Also in Frankreich werden wir auch wahrgenommen. Bei uns gibt es eine Sache,
mit der dieses Problem, das Problem der Schweißfüße, nach sehr kurzer Zeit behoben ist. Ob sie das in Deutschland erhalten, kann ich Ihnen leider nicht sagen. Bei uns wird es unter dem Namen Cidre de Bourrique gehandelt. Also dann scheint es nicht sehr viele Schweißfüße in Frankreich zu geben. Cidre de Bourrique. Und ein Hinweis von Andreas, der sagt, man kann die Schweißdrüsen durch Injektion von Botox für bis zu 2 Jahre lähmen. Es funktioniert zumindest in den Achselhöhlen. Wie es mit den Füßen aussieht, weiß ich nicht ganz genau. Botox. So, jetzt unterbrechen wir das mal und ich werde das euch gleich weiter vortragen. Jetzt bin ich erstmal verbunden mit Sabrina und Sabrina ist 21 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo. Hallo Sabrina. Ja, um was geht's? Ja, mein Thema ist Pendeln. Ich pendel gern. Dieses? Ja, genau. Also, das ist ein Faden und da hängt ein Gewicht dran. Ja. Und dann hält man den Faden mit dem Gewicht über einem Tisch. Man über den Tisch, über die Hand, über den Körper, also ist ja. Egal. Und ja, erzähl erstmal weiter. Ja, also wie schon gesagt, ich pendel sehr gern. Das Pendel habe ich nicht sehr lange, also mit Zeitraum. Also mein Zeitraum ist nicht sehr gut. Also ich habe, was Zeitraum betrifft, sozusagen fast ein Kurzzeitgedächtnis. Ja, aber ich habe Sachen vorausgependelt und weiß jetzt nicht, wie ich mit dem umgehen soll. Also, das ist ja so ein bisschen so eine halb mystische Sache mit dem Pendel. Ja. Man bildet sich ein, den Arm nicht zu bewegen und dennoch bewegt sich das Pendel. Ne? So ist es. Ja, aber ich muss dazu sagen, ich habe schon versucht zu testen, ob es vielleicht doch daran liegt, dass man vielleicht eventuell zittert. Ja. Aber dieses Gewicht ist so schwer, dass es seine, sag ich jetzt mal, Richtung behält. Ja. Ja. So, und dann gibt es so Methoden, dass man das Pendel was fragt. Also man stellt eine Frage und sagt, wenn du Ja sagen willst, dann pendel nach links. Ne? Wenn du Nein sagen willst, dann pendel von oben nach unten oder irgend sowas. Ne? So machst du es. Und du hast das Pendel jetzt einige Sachen gefragt, die die Zukunft betreffen. Teils. Zum Beispiel, sag mal ein Beispiel. Mein Beispiel ist zum Beispiel, ich habe auch ein Buch dazu gekauft und da sind verschiedene Organe jetzt aber nur draufgeschrieben, wie zum Beispiel Schilddrüse, Magen, Darm und so. Mhm. Und ich habe gemerkt, dass das mit meinem Körper nicht stimmt. Und dann habe ich jetzt mal das Pendel über mein Buch gehalten und habe gefragt, ob es auch bereit wäre. Es ist ja so, ich nehme nicht das Pendel einfach nur so um Pendel, sondern ich frage, ob das Pendel bereit ist, mit mir zu pendeln. So. Und dann pendelt das Pendel ganz schnell und sagt, ja, ich bin bereit. Ja, so kann man das sagen. Manchmal ist es aber auch nicht, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Das habe ich in einem Buch gelesen. Pendel man schlecht drauf und hat keinen Bock. Also wie schon gesagt, man soll, das habe ich im Buch gelesen, man soll erst das Pendel befragen, ob es auch bereit ist. Ah ja. Na? Und da habe ich das Pendel gefragt, ob es bereit wäre und es pendelte auf Ja. Und dann habe ich gefragt, was mit meinem Körper nicht stimmt und habe es über das Buch gehalten und da stand Schilddrüse. Mhm. Also er ist auf die Schilddrüse gependelt. Mhm. Ein paar Tage später gehe ich zum Arzt, wollte es genau wissen und er sagte mir, dass mit meinen Schilddrüsen was nicht stimmt. Ja, und das war schon mal sowas, da habe ich gedacht, ich bin ein bisschen, ja, aber da habe ich gedacht, nee, das kann nicht sein, das Pendel sagt die Wahrheit. Mhm. Man sagt ja auch, dass das Pendel die Wahrheit sagt. Und dann, mit meinem Vater zum Beispiel, mein Vater arbeitet in einer Firma und ich habe jetzt gerade mal aus Jux und Dallerei gependelt, ob die Firma noch lang bestehen bleibt und das Pendel pendelt auf Nein. Mein Vater kam dann nach einem Zeitraum zu mir und sagte dann, dass die Firma insolvent gegangen ist. Mhm. Ja. Mhm. Und das hat mein Pendel aber vorausgesagt. Mhm. Also Sabrina, ich muss dir sagen, dass ich davon gar nichts halte. Ach. Überhaupt nichts. Ich glaube auch überhaupt nicht, dass dieses Pendel sich von alleine bewegt. Es war aber wirklich wahr. Ich würde jetzt vorbeikommen mit dem Pendel und es dir zeigen. Ich weiß, ich habe es selbst auch schon zu Genüge gemacht. Also hier unterhalten sich zwei Fachleute. Es gibt gerade, was dieses Pendeln anbelangt, hochseriöse und hochwissenschaftliche Untersuchungen, die genau nachweisen, dass es kleinste Muskelregungen sind, die man bewusst überhaupt nicht steuern kann, die man gar nicht wirklich sieht, die dieses Pendel in Schwingung bringt. Mhm. Weißt du, überzeugend wäre, wenn du dieses Pendel
irgendwo ran an die Lampe hängen würdest, dich konzentrieren würdest und wenn es dann anfangen würde zu pendeln, dann wäre ich jetzt sehr beeindruckt. Ich glaube, dass es immer wieder auch Zufallstreffer sind. Nee, das kann ich jetzt nicht sagen. Ich muss aber auch ehrlich sagen, Kinder werden realistisch aufgezogen. Man soll an den Gott glauben, man soll an den Teufel glauben, aber ums Weitere geht's nicht. Wenn aber jemand die Fähigkeit hat, etwas zu tun, was spirituell ist, wird gleich der Mensch für verrückt abgestempelt. Nee. Ja? Nee. Und ich wurde spirituell getauft. Ja. Ja, was heißt spirituell getauft? Ich kann leider selber nicht sagen, wie der Vorgang zugeht, weil wo ich 18 Jahre alt war, sagte mir meine Mutter, ich wäre jetzt soweit, ich war spirituell getauft und jetzt wollte ich dann das ja auch selber mal testen, ob ich es könnte. Ja, also und ich frage jetzt nach, weil ich diesen Begriff gar nicht kenne, spirituell getauft sein. Wer tauft da? In welchem Rahmen findet es statt? Oder was bedeutet das genau, spirituell getauft sein? Spirituell getauft, also man kann das so sehen, das ist sozusagen, es klingt jetzt zwar vielleicht verrückt, aber es ist so eine Art Geisterjäger. Ja, das wird ja immer spannender, Geisterjäger. Sozusagen, ja, es ist also ein Mann, der sich mit Geistern beschäftigt. Ja. Wenn zum Beispiel etwas im Haus herumspukt, man ruft ihn an und er kommt. Und von so einem Mann habe ich mich taufen lassen. Also nicht freiwillig, da war ich noch ein Säugling, muss ich ehrlich dazu sagen. Also da war ich noch ein Säugling. Meine Mutter hat einfach beschlossen, mich spirituell taufen zu lassen, dass das Böse nicht an mich drankommt. Ist denn deine Mutter auch in einer Kirche engagiert? Nee, sie ist im Engelswahn, sage ich jetzt mal. Alles, was ihr passiert, das wollten die Engeln. Ja. Es kommen immer neue Themen. Also die Mutter ist im Engelswahn. Ja. Du bist spirituell getauft. Ja. Das heißt, es ist ja auch klar, dass du dann an diese Thematik so rangezogen worden bist. Ne? Ist ja klar. Ja, aber erst mit der Zeit. Mit der Zeit. Also wo ich meiner Mutter schon gesagt habe, dass ich jetzt zum Beispiel... ich habe damals, weil ich Einzelkind war, Selbstgespräche geführt. Mhm. Und es war aber für mich dieses Selbstgespräch so intensiv, weil ich ja damals alleine war. Mhm. Und ich hatte auch ziemlich viel Fantasie. Mhm. Und immer wenn ich was, zum Beispiel, ich weiß noch ganz genau, ich bin ja in Belgien geboren. Mhm. Und ich weiß ganz genau damals noch, da war ich im Kindergarten auf dem Boden gesessen mit anderen Kindern. Mhm. Und ich weiß, es klingt wirklich verrückt, aber ich habe so Fabeltiere gehabt in meiner Fantasie. Mhm. Und ich weiß, es hat sich damals ein Löwe neben mich gesetzt. Ich weiß, es klingt jetzt wirklich verrückt, aber es war, weil ich Einzelkind war. Mhm. Und meine Mutter hat gearbeitet, mein Vater hat gearbeitet, keiner hatte für mich Zeit. Mhm. Und da habe ich mir einfach so Sachen vorgestellt und ich sah einen Löwe kommen. Aber es war nicht, dass ich die Einzige es war, sondern es war nämlich, ich weiß jetzt nicht, ob es männlich oder weiblich war, aber es war auf jeden Fall noch ein Kind neben mir gesessen und wir haben zusammen in die Luft gestreichelt. Genau. Da haben sie meine Mutter im Geschäft angerufen, sie soll doch bitte kommen, mich abholen. Das Kind spinnt oder so. Ja, aber sie selbst lässt mich spirituell taufen und dann, wenn so etwas geschieht, war ich dann die Dumme. Wie? Sie hat dir das gar nicht geglaubt dann, oder wie? Nein, gar nicht. Ach so. Aber wenn sie ständig mit Engeln kommuniziert, dann müsste sie doch sehr vertraut sein mit Seltsamkeiten oder mit ungewöhnlichen Dingen, sagen wir so. Ja, aber ich war dann die Verrückte, ne? Schon im kleinen Kindesalter. Sabrina, jetzt sag mir, warum du angerufen hast. Du hast angerufen, um mir zu erzählen, dass du pendelst. Ja, aber was war der wirkliche Hintergrund? Ich weiß nicht, wie ich damit zurechtkommen soll mit diesen Vorhersagen. So, sag ich siehst du, mal. Und da sind wir bei dem Punkt. Ich würde ja niemandem das madig machen wollen, wenn er sagt, ich lebe in so einer Welt und ich habe eine solche Anschauung. Und wenn man damit gut zurechtkommt, habe ich nicht die Arroganz zu sagen, hier, du spinnst oder das ist alles Humbug. Niemals würde ich es tun. Aber in dem Moment, finde ich, fängt es an, ernst zu werden, wenn man selbst in Probleme gerät dadurch, wenn es einem problematisch wird. Mhm. Und ich kann das mir gut nachvollziehen, kann das mir gut vorstellen, dass man, wenn man sich mit so etwas konfrontiert hat, dass man damit nicht richtig umgehen kann mehr. Und dass das Leben eigentlich mehr belastend wird dadurch als denn erleichternd. Mhm. Deshalb würde ich in diesem Fall den einzig klaren Rat geben, lass es sein, hör auf damit. Ich kann nicht. Ja. Das ist das Problem, ich kann nicht. Es ist genauso wie bei meiner Freundin, ihre Oma ist gestorben, väterlicherseits, und die lebt in Amerika. Mhm. Und meine Freundin glaubte mir nicht, dass ich pendeln kann. Mhm. Und ich pendelte das Alter. Ich habe jetzt so einen kleinen Zahlendreher, aber ich glaube, es war 67. Mhm. Ja? Mhm. Sie ist zu ihrer Mutter, fragte, wie alt die ihre Oma war. Mhm. Und sie sagte 67. Mhm. Das kann ich ja, sage ich jetzt mal, nicht beeinflussen mit meinem Pendel. Mhm. Ja, dass es jetzt auf die 67 geht, das kann ich ja nicht. Vielleicht hast du es, ja doch, vielleicht schon. Vielleicht hast du es irgendwann mal aufgeschnappt, dass sie 67 ist. Und ich habe ja von der Oma noch nie was erfahren. Noch nie. Ja.
Ich kenne nur sie, ihre Mutter und ihren Vater. Ich kann jetzt diesen Fall, da müsste man sich wahrscheinlich sehr, sehr intensiv mit beschäftigen, welche Ursächlichkeiten dahinter stecken können. Das ist aber auch jetzt nicht die Frage. Die Frage ist, die Sache ist, dass es dir problematisch ist im Moment. Dass es dir vielleicht auch Angst macht. Angst nicht direkt, aber ich weiß jetzt nicht, wie ich damit zurechtkommen soll. Ich bin ein ziemlich sozialer Mensch und möchte den Menschen helfen. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel merke, dass das Pendeln mir jetzt was zum Beispiel was Negatives voraussagt, dann traue ich mich nicht, dieses weiterzuleiten. Ich traue mich nicht. Ja. Deshalb sage ich auch immer, was nutzt es zu wissen, selbst wenn es funktionieren würde, was nutzt es zu wissen, was in der Zukunft geschieht. Es macht einen ja nur völlig verrückt und bringt einen in eine ganz große Zwickmühle unter Umständen, wie man sich verhalten soll. Du sagst, dass du es nicht sein lassen kannst. Ich kann es nicht sein lassen. Ich brauche das. Ich brauche das zu wissen, dass ich eventuell, sage ich jetzt mal, vielleicht doch diese Kraft habe zu pendeln. Ich meine, es gibt der Kartenlegerin, es gibt was ich auch schon im Fernsehen gesehen habe, da ist eine Frau, die steckt sich ein Räucherstäbchen an und sieht dann aus dem Rauch und kann aus dem Rauch lesen. Ich glaube, dass es natürlich nicht nur ein bisschen Pendeln gibt, ne? So wie es auch nicht nur ein bisschen schwanger gibt. Nee. Also entweder für mich ist es schon extrem. Entweder hört man das auf oder man hört es nicht auf. Ich würde gerne noch eine andere Meinung hinzuziehen. Nämlich die Meinung meiner Psychologin, die das ganze Gespräch mitgehört hat. Mhm. Die Elke ist das, heute Nacht. Mhm. Also ich sage dir, lass die Finger davon. Da hast du erwidert, ich kann es nicht. Jetzt bin ich gespannt, was Elke zu dir sagt. Und sie wird mir das hinterher erzählen, wie euer Gespräch weitergegangen ist. Mhm. Okay? Werde ich jetzt direkt mit ihr verbunden? Nee, du legst auf und sie ruft dich gleich an. Ach so. So geht das. Ich bedanke mich nochmal bei dir für das Gespräch. Alles Gute. Und ich wünsche dir auch alles Gute. Ja, danke schön. Okay, danke. Tschüss. Tschüss. Jetzt geht es weiter. Ich frage meine Regie mit Erika. Und Erika ist 61 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen. Hallo Erika. Hallo. Was ist dein Thema? Ich habe mich im November 2001 von meinem Mann getrennt. Mhm. Und jetzt möchte er, dass ich die Scheidung zurückziehe, weil er mich abfinden muss. Und das möchte er nicht. Er sagt sich einfach, er hat die ganzen Jahre das Geld gespart. Mhm. Und er sieht es nicht ein, dass er mir jetzt das Geld gibt. Wie viele Jahre wart ihr verheiratet? 38. 38 Jahre. Wow, lange Zeit. Weswegen ging die Trennung von dir aus? Ja. Ja, du wolltest nicht mehr. Warum wolltest du nicht mehr? Ich habe praktisch im goldenen Käfig gesessen und hatte nichts davon. Das heißt, es war genügend Geld da, er hat gut Geld verdient? Ja. Mhm. Und er hat dich kurz gehalten? Ja, ich habe kein Taschengeld bekommen. Das habe ich erstmal vor einigen Jahren durch einen Anwalt einreichen müssen. Mhm. Ich durfte nicht einkaufen, ich durfte nirgendwo hin. Das heißt, er ist mit mir auch nirgendwo hingegangen. Wie, du für den Haushalt durftest du auch nichts einkaufen? Auch keine Lebensmittel? Nein, hat alles mein Mann gemacht. Ich habe kein Haushaltsgeld bekommen, gar nichts. Er hat bestimmt, was eingekauft wurde. Er hat bestimmt, wenn die Kinder was zum Anziehen brauchten. Wie viele Kinder habt ihr? Drei. Drei, ja, aber ich bin ganz baff. Auch man will ja sich auch selbst noch was kaufen. Sei es du als Frau irgendwelche Kosmetika vielleicht oder mein Kleid genau, oder irgendwas. Pflegeartikel. Ja, sowas. Das dann alles von dem Taschengeld, was mir dann zur Verfügung stand. Wie hoch war das Taschengeld? 400 D-Mark. Im Monat? Ja. Mhm. Davon muss ich alles finanzieren. Davon muss ich auch die Telefonrechnung bezahlen, weil das Telefon auf meinen Namen stand. Ich habe damals als Promotion-Kraft gearbeitet und ich habe sehr viel Anrufe bekommen oder auch Termine telefonisch und das musste ich dann alles bezahlen. Das heißt, du hast nebenher gearbeitet auch? Ja, teilweise, je nachdem, wie ich Termine hatte. Mhm. Das war dann zweimal die Woche oder dreimal, je nachdem. Mhm. War das eine unglückliche Ehe? Teils. Also, wie gesagt, mir fehlte eben halt der Freiraum. Mhm. Mein Mann ist ja nirgendwo mit mir hingegangen. War es denn am Anfang, als ihr jung wart, war es da ein bisschen lockerer alles? Da habe ich das, glaube ich, gar nicht so wahrgenommen. Wir hatten damals ein Grundstück von 1700 Quadratmeter. Mhm. Und die eine Hälfte ist jetzt an meine Schwägerin, musste mein Mann die abgeben. Mhm. Und jetzt haben wir ein Grundstück von 1350 Quadratmeter. Wir hatten alles mit Obst oder Gemüse bepflanzt. Ja. Ja, und dann hatte ich eigentlich gar keine Zeit, darüber nachzudenken. Da warst du beschäftigt mit allerlei Gartenarbeit und Haus und so. Und Haushalt, ne? Mhm. Als es dir dann so bewusst wurde im Laufe der Jahre, gab es da Streit? Hast du mit ihm gestritten und hast gesagt, hier, ich möchte auch ein bisschen mehr
Nee, ja, aber da hat er, glaube ich, gar nicht so drauf reagiert. Ich bin dann ins Berufsleben gegangen. Ich hatte dann 4 Jahre einen Modeschmuckstand im Kaufhaus. Ah ja. Und dann hatte ich ja mit ganz anderen Menschen zu tun. Ja. Und dann ist mir das erstmal bewusst geworden. Dann habe ich mal gedacht, mein Gott, wie reden wir eigentlich zu Hause? Also das ganze Umfeld war anders. Und wenn ich dann abends nach Hause kam, dann musste ich erstmal total abschalten wieder. Oder mich musste ich wieder umdenken. Ne? Und das ist mir eigentlich sehr schwer gefallen. Und dann bin ich auch angefangen, bin einmal die Woche rausgegangen, weil ich leidenschaftlich gerne tanze. Und dann habe ich meinem Mann aber auch gesagt, ich bin da und da, du kannst mitfahren. Ja, für sowas habe ich keine Zeit. Wer Eigentum hat, der hat für sowas keine Zeit. Aha. Der hat immer Arbeit. Ah ja, tolle Einstellung. Ja. Aber wie toll wiederum auch von dir, dass du dann die Kraft doch aufgebracht hast, so dich so ganz allmählich zu emanzipieren von diesem Mann. Ja, weil ich ja von Natur aus eigentlich ganz anders bin. Ich bin eigentlich temperamentvoll, ich bin lebenslustig, aber durch meinen Mann ist das alles ein bisschen... Sag mal, Erika, 38 Jahre verheiratet. Nach wie viel Jahren hast du denn angefangen, so ein bisschen selbstständig auf die eigenen Beine zu kommen? Zum Beispiel, wann fing das an mit dem Schmuckstand und mit dem Tanzen gehen? Nach wie vielen Jahren? Oh, das war jetzt ungefähr vor 10 oder 15 Jahren. Also, es ist also so ganz lange noch gar nicht her. Nein. Und da war er dann auch nie eifersüchtig, wenn du tanzen gegangen bist? Und das weiß ich nicht. Er hat es mir jedenfalls nie merken lassen. So, jetzt ist... seid ihr geschieden seit 2000? Nein, wir sind noch nicht geschieden. Getrennt seit 2001. Ja. Lebst du noch in dem Haus? Nein, ich bin ausgezogen und ich hatte meinem Mann ja immer schon vorgewarnt, wenn das nicht anders wird, dann gehe ich. Das hat er aber nie für voll ernst genommen. Und der Auslöser ist eigentlich gewesen im Oktober 2001, als meine Mutter verstorben ist. Ja. Und da haben wir uns Geschwister noch mal getroffen. Wir wollten unsere Mutter noch mal in der Leichenhalle sehen. Und dann hat mein Mann gesagt, ja, so ein Blödsinn, deine Mutter hat auch gar nichts mehr davon und nur noch Spritverfahren. Und weil meine Mutter 60 Kilometer entfernt wohnte. Das ist unglaublich. Also ja, und dann ging es ja auch um die Kranzbestellung. Ja, den Kranz kannst du selber bezahlen, ist ja deine Mutter und nicht meine Mutter. Das ist unglaublich. Ja, und da hatte ich irgendwo die Nase voll und also hab gedacht, so. Ein Geizkragen, wie es im Buch steht. Ja. Ist er sonst auch so im mit sich auch so geizig im restlichen Leben? Ja. Das schon. Und nur ist sparen, es sparen, ne? Ja, ja. Und ist mittlerweile, würdest du sagen, ein sehr wohlhabender Mann? Eigentlich schon. Da muss viel Kohle sein. Das wird er dir nicht erzählt haben, aber du vermutest das. Er hat mir nur die Hälfte angegeben, aber ich hatte ja die ganzen Unterlagen. Mein Mann war bei seinem Bruder gewesen und habe dann die Gelegenheit wahrgenommen, habe alles zusammengesucht, was ich kriegen konnte und habe das zu meinem Anwalt gebracht. Und dann hat sich halt eben der doppelte Betrag herausgestellt. Ja. Wie hoch ist dieser Betrag? 70.000 Euro. 70.000 Euro. Die du bekämst oder die seine Ersparnisse, sein Vermögen? Die hat er gespart. Ja. Und dann kommt ja eben noch das Haus und das Grundstück dazu, ne? Also eine Abfindung wäre ungefähr wie hoch? Was könntest du kriegen? Jetzt würde ich jetzt noch 80.000 bekommen. 80.000 Euro? Ja. Das ist eine Stange Geld. Ja. Würdest du sagen, dass du seit du von ihm getrennt bist, seit 2001, eigentlich eine glücklichere Frau bist als vorher? Glücklich in dem Sinne, ich habe jetzt meine Ruhe, ich habe keinen Stress. Ja. Ich kann mein Leben jetzt so leben, wie ich es möchte. Ja. Und ich brauche nicht mehr fragen, ja, ich fahre jetzt dahin oder ich komme zu spät nach Hause oder was weiß ich. Also auf jeden Fall ein besseres Leben als vorher. Ja, bloß was mir jetzt noch fehlt, das ist das Umfeld, was ich vorher hatte. Ich hatte meine Aufgabe, meine Arbeit und das Zuhause, das fehlt mir irgendwo noch. Du hast jetzt eine Wohnung genommen. Ja, ja, ich bin ganz toll eingerichtet, was mein Mann selber bestätigt auch. Ob das vielleicht auch Neid ist, dass er das nicht haben kann, weil das jetzt von seinem Geld eingerichtet worden ist. Er hat mir ja schon 20.000 Euro zahlen müssen, ne? Da ist von Liebe ist da nichts mehr. Nee, eigentlich nicht. Ich meine, er hat damals in Schicht gearbeitet und für mich ist das eigentlich normal, wenn der Mann nach Hause kommt, dass ich ihn mal umarme oder drücke. Dann hat er zu mir gesagt, komm heute Abend ins Bett, für sowas habe ich keine Zeit. Wie schlimm. Ja. Wie schlimm und auch wie bitter für dich. Ne? Ja, es war irgendwo auch erniedrigend für mich. Super erniedrigend.
Ja, oder wenn man auch, wenn ich wirklich mal einkaufen gegangen bin mit meinem Mann, das kam aber nur vor, wenn er meinetwegen einen guten Tag hatte, dann durfte ich den Einkaufswagen schieben. Oder wenn ich was reingelegt hatte im Einkaufswagen und ihm passte das nicht, dann wurde das wieder rausgenommen. Wie schrecklich. Und 38 Jahre so eine Demütigung hingenommen. Deshalb gratuliere ich dir wirklich, dass du das geschafft hast, dich hier so weit schon von ihm zu entfernen. Ja, aber ich denke jetzt an mein Alter. Ich weiß jetzt nicht. Und jetzt machst du ist genau. Ist das richtig oder in dem Alter sich noch zu trennen? Ja, finde ich schon. Du bist, was habe ich gesagt? Wie alt bist du? 58. 58. Habe ich einen 61 gerade gesagt? Das weiß ich jetzt gar nicht. 58. Siehst du, ist doch noch kein alter Mensch. Nein, eigentlich nicht. Also ich finde, nach dem, was du erzählt hast, ist es absolut richtig, sich zu trennen. Was ist die Alternative? Weiter so ein Leben zu führen, wie du es gerade geschildert hast? Nein, auf keinen Fall. Ich finde richtig, sich zu trennen. Ich finde toll, dass du so viel Kraft aufgewandt hast und dir schon mal das eigene Leben gebaut hast. Wenn es auch noch eine Weile dauern wird, bis du auch vielleicht ein neues Umfeld hast. Und mach weiter so, Erika. Ja, ich lasse ja keinen Mann an mich ran. Also ich möchte auch gar keinen kennenlernen. Nein, wichtig ist aber jetzt... in unserer Ehe. Also mein Mann hat keine Partnerin oder wie ich einen Partner. Das ist bei uns nicht so, drin in der Familie. Jetzt zieh die Scheidung weiter durch und bestehe auf das Geld, was dir zusteht. Ja, aber ich kriege jetzt den Druck von meinem Mann. Komm zurück, ich weiß nicht, wie ich leben soll von der und der Rente. Nee. Und mein Sohn, der sagte ich ja, der ist selber Anwalt. Der sagt zu mir, das ist nicht dein Problem, wovon er lebt. Richtig. Und genieße du das Leben, was du vorher nicht hast. Genau so sehe ich es auch, wie dein Sohn es sieht. Das ist jetzt nicht mehr dein Problem. Er hat dich 38 Jahre schlecht behandelt. Da muss er jetzt eben dafür büßen, was er da angerichtet hat. Ja, mein Mann hat zwei Gesichter. Man lernt ihn nie richtig kennen. Ja. Wenn er freiwillig was abgibt oder so, dann ist immer ein Haken dabei. Mhm. Ja, also du redest ja wirklich so differenziert kritisch von dem. Lass dich jetzt nicht weichkochen, Erika. Das versucht er. Ja, lass dich nicht weichkochen. Ich sage es von außen als Unbeteiligter. Das ist so toll, dass du da jetzt schon bist, wo du bist. Das ist schon so ein großer Erfolg. Weiter. Der soll bis auf den letzten Cent alles hinblättern, was dir zusteht. Und dann hast du auch eine schöne Altersversorgung. Und lass dir nicht auf dem Gewissen rumtrampeln, von wegen, ich kann nicht alleine leben und so etwas. Auf keinen Fall. Ja, ich versuch's, aber das geht in meinen Kopf noch nicht. Ja, aber du hast ja ich kann das noch nicht irgendwie registrieren, ne? Ja, aber du hast ja einen guten Beistand. Dein Sohn denkt genauso, dein Sohn ist Anwalt, der kann dir helfen. Und halte dir doch einfach nur die vielen Tausende von Beispielen vor Augen deines Lebens in den 38 Jahren, wie er dich behandelt hat, was er getan hat. So, und dann kriegst du immer Stoff für dich innerlich, der dir hilft, dich so zu entscheiden, wie ich es gerade auch dir vorgeschlagen habe. Liebe Erika, toi toi toi, zieh's bitte durch. Danke. Alles Gute. Tschüss. So, es geht weiter mit den Tipps für oder gegen Schweißfüße, nicht für Schweißfüße. Dieter schreibt, betrifft Fußgeruch, hatte jahrelang das gleiche Problem. Nach vielen Hautarztbesuchen, welche nichts brachten, hat mir eine Ärztin eine Salbe verschrieben und nach 5-mal Eincremen war der Fall behoben. Die Salbe, das hatten wir gerade schon mal, da scheint vielleicht irgendwas dran zu sein, heißt Antihydral. Ganz einfach, Antihydral. Dann ein Fax von Nicole. Sie schreibt, ich heiße Nicole, bin 31 Jahre alt und gelernte Arzthelferin. Mein Tipp, man sollte zu einem Hautarzt gehen und nach einer, so jetzt wird es ein bisschen schwierig, weil ich die Schrift nicht richtig lesen kann, nach einer Iontophorese-Therapie fragen. Das ist eine sehr gute Behandlungsmethode gegen übermäßiges Schwitzen an Händen und Füßen und somit auch wirksam bei Schweißfüßen. Hier werden Hände und Füße im Wasserbad mit Strom behandelt. Absolut schmerzfrei, kribbelt nur, hat aber großen Erfolg. Also wenn dieses Wort hier nicht richtig zu lesen ist, Iontophorese-Therapie, also the first in Wasser mit Strom und dann scheint es irgendwie zu funktionieren. Dann schreibt Bea, hallo Domian, gegen Schweißfüße hilft Füße mit kaltem Wasser und Essig baden und das jeden Tag. Dann lässt der Geruch von alleine allmählich nach. Brigitte aus Bochum empfiehlt das Produkt Kupferporte. Kupferporte ist zu beschaffen in Apotheken. Und noch
Der schönste Tipp kommt von einem Menschen, ich weiß nicht, ob es eine Frau oder ein Mann ist, von dem Namen so Rüzi. Und der oder die schreibt, guten Morgen Jürgen, das Rezept gegen Fußpilz und Fußgeruch heißt Knoblauch zwischen die Zehen schmieren und 2 Wochen lang damit rumlaufen. Natürlich immer wieder säubern, aber 2 Wochen lang dieses tun. Grüße an dich und dein Team. Na, das wird natürlich der Knaller sein. Knoblauch zwischen den Fußzehen. Wow. Aber vielleicht hilft's. Vielleicht hilft's. So, Martin ist hier. Martin ist 31 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, hallo, morgen. Hallo, Martin. Ich habe folgendes Problem. Und zwar bin ich seit einem Jahr mit einem Freund zusammen. Also ich bin schwul. Mhm. Ich lebe auch offen schwul. Also seitdem, dass ich 28 oder 27 ungefähr bin. Mhm. Und ja, ich habe das Problem, dass ich, das Leben, was ich führe, bei ihm nicht machen kann. Das heißt, er lebt jetzt nicht offen schwul. Mhm. Er ist 32 Jahre alt. Mhm. Und da weiß es keiner. Da weiß es niemand. Nee. Auch die Familie nicht. Keiner. Also es ist eine reine Maskerade. Ja, und ich fühle mich da nicht wohl. Ich weiß nicht, also ich kann mit ihm eigentlich nicht so so offen einfach durch Stadt bummeln und ihn einfach drücken. Das mache ich einfach normal so gerne. Mhm. Oder ich sag mal so, auch wenn er in einer fremden Stadt ist, fühlt er sich auch unwohl. Selbst da, also da, wo ihn niemand kennt, ist ja, er eigentlich auch. Sorry. Woher rührt diese Angst? Weiß ich nicht. Also ich komme auch an ihn überhaupt nicht ran. Mhm. Ich komme. Diskutiert ihr nicht darüber? Nee, gar nicht. Warum also nicht? Er sagt auch mir, ich habe auch recht und irgendwie so, aber er kommt da irgendwie nicht raus. Also, es sind so Kleinigkeiten. Es ist der genau der Gegensatz. Also ich habe zum Beispiel, es weiß sogar die Arbeit, es wissen Verwandten, es wissen gute Freunde und die Leute, die man nicht mehr, sag ich mal, die sich nie mehr gemeldet haben, da habe ich dann sowieso drauf gefunden. Wie lange seid ihr zusammen? Ein Jahr und ein Monat. Ein Jahr und ein Monat. Ich würde an deiner Stelle wahnsinnig, Martin. Ich würde wahnsinnig. Ich könnte auch auf Dauer nicht mit so einer Lügerei leben. Ich glaube, wenn ich das mitmachen müsste, würde das auf Dauer die Beziehung, glaube ich, zerstören. Ja, also es würde mich auch sehr provozieren. Er ist ein gestandener Mann von 32 Jahren. Ja. Warum ist er so feige? Was hat er denn zu verlieren? Nichts hat er zu verlieren. Nee. Er muss sich ja nicht gleich, er muss ja nicht mit den Fahnen durch die Stadt laufen rufen, ich bin schwul. Aber er kann ja in seinem Umfeld damit anfangen. Ja. Es ist ja auch immer eine Diskriminierung deiner Person, weil er sich auch nicht zu dir, er bekennt sich nicht zu sich selbst und er bekennt sich nicht zu dir. Das ist ja schlimm. Ja. Naja, also ich würde den so unter Dampf setzen, den jungen Dampf Mann. Ja, Dampf habe ich jetzt was vor und zwar, ich weiß nicht, was du davon hältst. Nächste Woche hat er Geburtstag. Ja. Ich wollte einfach nur mir da in die Runde sitzen, dann kriegt er sein Geschenk und dann sage ich, eine gewisse Erklärung warte ich oder ich hau ab. Vor allen anderen Leuten? Ja. Vor seinen. Weil ich will das mal einmal raus haben, weil mich nervt das, wenn er jetzt zum Beispiel in Bielefeld da irgendwelche Bekannten hat und da irgendwo eingeladen ist oder was auch immer und er schiebt mich dann immer ab. Mhm. Finde ich verständlich, dass du zornig bist. Ja. Ich halte nun aber wiederum auch nicht so in diesen Zwangs-Outing-Geschichten. Ja, es ist dein Freund, den du, ich gehe davon aus, dass du ihn lieb hast. Ja, ich wollte nur einfach wissen. Nee, ich würde es nicht machen. Nein, das find ich nicht korrekt. Also das ist so eine Hauruck, eine Hammermethode, finde ich nicht gut. Das muss der selbst machen. Und du musst ihn überzeugen. Du musst reden. Und wenn er irgendwann das wirklich nicht kapiert, dann muss er auch vielleicht mit den Konsequenzen rechnen, dass du gehst, weil du sagst, ich will so nicht mehr leben. Aber werf ihn da nicht volle Kanne vor die Wand. Also ich finde es nicht gut. Das ist finde ich... Ja, da habe ich auch schon Schiss vor. Nein, ich würde es nicht machen. Ich glaube, ich würde es auch nicht hinbringen. Naja, aber das Dumme ist, ich weiß nicht, ja, ich habe ihm schon ein Ultimatum gesetzt. Das war eigentlich der 29., wo wir uns eigentlich kennengelernt haben, 29.12. Und da wollte ich eigentlich schon Schluss machen. Die Sendung ist gleich vorbei, deswegen möchte ich kurz noch was sagen. Versuch es ihm noch schmackhaft zu machen, indem du sagst, es muss ja nicht gleich auf einmal sein. Fang doch nur mal irgendwo bei einem Menschen an, bei deinem besten Freund, bei deiner besten Freundin, bei irgendeinem vertrauten Menschen. Und wenn er den ersten kleinen Schritt getan hat, wird es ihm auch einfacher fallen, andere Schritte zu tun. Versuch ihn da so ein bisschen zu ködern. Ja. Aber mach es nicht auf die brutale Art und Weise. Ja? Okay. Alles Gute, Martin. Tschüss. So, meine Lieben, das war's für heute. Morgen haben wir eine Themennacht. Morgen heißt das Thema schlechtes Gewissen. Irgendwie haben wir alle irgendwo in uns auch
ein schlechtes Gewissen oder mal ein schlechtes Gewissen gehabt. Viele tragen es mit sich herum. Ich möchte gerne mit denen reden, die wirklich unter einem sehr schlechten Gewissen leiden und darüber sprechen wollen. Ab 0 Uhr sind unsere Leitungen geschaltet. Und um 1, ich glaube morgen auch ganz pünktlich im Fernsehen und im Radio, sind wir dann hier. 1 Uhr Radio 1 live, 1 Uhr mit der Fernsehen. Thema morgen, schlechtes Gewissen. Ich wünsche euch eine gute Nacht und eine schöne Nacht. Bis morgen.